Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unsere braune Praline, sie läuft wieder. Unser Lastenesel, Essen Motorshow. Mal gucken, ob er es überlebt. Aber wir sind heilfroh, dass das Ding wieder läuft. An der Stelle nochmal vielen Dank an Benni und Lukas. Folgendes, ich habe hier eingepackt. RS4 Limo. Motorsteuergerät und Power Management Unit. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Also ihr müsst euch erstmal nichts dazu denken, aber diese beiden Teile müssen in das Auto rein. Und nun kam eine Firma auf mich zu. Wir sind regional in Hannover unterwegs. Ich glaube, wir sind keine 5 Minuten gefahren. Und zwar die Firma Aigo 3D. Wirklich, sitzen mehr oder weniger bei uns um die Ecke. Haben gesehen, wie wir relativ viel mit Daniel Animal Racing am Scannen waren und am Drucken waren, 3D-Druck. Und haben gesagt, ey, wir sind eine junge, dynamische Truppe, viele Ingenieure. Wenn ihr mal was habt, was wir für euch machen können, würden wir uns freuen, wenn wir uns an diesem Projekt beteiligen können. Also ist es dazu gekommen. Ich habe gesagt, wir haben diese beiden Steuergeräte müssen irgendwo untergebracht werden. Könnt ihr nicht was Geiles dafür konstruieren und drucken? Das heißt, die Jungs waren schon bei uns, haben den Motorraum schon gescannt. Wir gehen jetzt hoch und gucken, A, was sie machen, B, wie sie es machen und C, was sie gemacht haben. Das heißt, wenn alles gut läuft, sitzen am Ende von diesem Video diese beiden Teile in der RS4 Limo und dann kann es auch losgehen mit Kabelbombe. Also ich würde sagen, wir gehen mal gucken, was da so geht. Wobei Rico gleich noch einen neuen Bürodrucker hier abholen. Moin. Will auch nicht mal klingeln hier. Ja, moin. Was läuft? Also. Ja, läuft schon. Wir haben schon angefangen. So, moin, Tim. Hi. Moin. Ich habe schon ein kleines Intro gemacht. Habe schon gesagt, von wegen hier regional um die Ecke, diese beiden Steuergeräte sollen in das Auto rein. Yes. Ich würde sagen, wir flitzen erstmal hoch. Auf jeden Fall. Jetzt stellen wir euch erstmal vor, ne? Ja, das ist einfacher. Weil wir müssen erstmal hier Probesitz machen. Alter. Dann setz dich mal gegenüber. Man merkt, das ist innovativ hier. Wäre jetzt noch ein Laptop hätte, könnt ihr mal hier. So, falls man das hier nicht mehr so schön findet. Oh Junge. Ist aber gleich viel ruhiger, ne? Ja. So, dieses bisschen hier oben drüber macht's gleich. Das ist extra schnell gedämmt. Das sind so Meeting Points. Wir haben so ein bisschen auf Google Office gemacht. Das ist quasi auch keine festen Arbeitsplätze. Mhm. Kannst quasi sich hinsetzen, wo du willst, wo es dir am besten passt. Dass du ein bisschen Communication anregst. Aber Kollegen. Jetzt als allererstes einmal zu euch. Ja. Stell dich mal einmal vor, beziehungsweise ja. Eure Firma, was ihr macht und so weiter. Weil ich hätte garantiert was falsch gesagt. Deswegen, ja. Also Aigo 3D, wir sind der erste Fachhändler für 3D-Druck in ganz Europa tatsächlich, nicht nur Deutschland. Vertreiben quasi hauptsächlich die Drucker, das ist unsere Kernkompetenz. Mhm. Ich selber bin von der Business Solution, das heißt, wir haben eine Unterabteilung extra für Firmenkunden quasi gegründet, dass wir komplett alles begleiten, von der Anwendungsfindung, Entwicklung bis dann zum richtigen Gerätendrucker, dass wir quasi alles abbilden können, dass der Kunde dann 3D-Druck erfolgreich einsetzen kann. Okay, das heißt nicht Herstellung von solchen Druckern, sondern rein nur Vertrieb. Richtig, richtig. Plus aber auch Business Solution heißt auch für den Kunden den passenden Drucker finden. Auf jeden Fall. Mhm. Das kommt ganz am Ende immer. Also die Anwendung bestimmt letztendlich, was für Material ich benutze, was für Technologie ich benutze. Und am Ende ist dann die Frage, okay, was für einen Drucker passt. Ne? Und dann implementieren wir das. Wir kommen, wir schulen die Leute, installieren die Geräte da vor Ort und dann... Kann man so ein bisschen sagen, dass so ein 3D-Drucker schon irgendwie so herkömmliche Maschinen so nach und nach so ein bisschen ablöst? Also ist das schon so ein neuer Markt? Ja. Weil ich sag mal, vor ein paar Jahren haben wir immer noch gedacht, boah, 3D-Drucker, was ist das für ein krasses Zeug so ungefähr? Ne? Und es ist ja schon nach und nach jetzt immer mehr wird. Ne? Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, sieht das ja nicht so aus, als wenn ich hier zu dritt arbeite eigentlich. Ne? Nee, heute ist Freitag, heute ist ein bisschen leerer. Ne? Aber generell kann man sagen, also gerade für Kleinkram aktuell, diese ganzen Jigs and Fixtures und spezielle Sachen, wo ich gewisse Freiheitsgrade brauche. Hinterschnitte bilde, Werkzeuge, die irgendwie inliegende Kühlkanäle haben und sowas. Auch Richtung Metall. Ne? Ich bin speziell auf Metalldruck zum Beispiel auch. Und da ist der 3D-Druck tatsächlich sehr, sehr interessant. Auf jeden aber Fall. Einen Metalldruck habt ihr hier nicht, ne? Normalerweise schon, aber gerade auf der Messe. Wie groß ist der da? Der Drucker ist wie ein FDM-Drucker, ich sag mal so ein Kasten. Das ist schon ein bisschen größeres Gerät. Aber das Wichtige, wir haben noch einen Ofen, wo die Teile nachher backst im Prinzip, also sind dann. Und der steht bei uns drüben in der Werkstatt. Wir haben drei Standorte quasi. Großes Lager und eine Werkstatt. Da stehen auch noch ganz viele Geräte. Und dort haben wir einen Ofen, der dann bis zu 1400 Grad heiß wird unter Schutzgasatmosphäre. Und da werden die Teile dann gesintert und letztendlich final fertig gemacht. Ihr kommt aber ursprünglich aus Hannover? Wir kommen, glaube 2014, Oldenburg oder so war ein Ladengeschäft. Wurde dann aber relativ zeitnah aufgelöst, weil der Wandel hin zum digitalen Shop-System, also Online-Shop. Und mittlerweile sind wir drei in Online-Shop. Ja, Tim sieht fast aus wie bei uns hier, ne? Ja. Hast du so einen Bürohund? Ja, den kennst du ja schon. Mittlerweile gibt es die Bürohunde überall. Ja. Die haben leider noch keinen, aber... Genau, leider ist gerade das Line-Up so ein bisschen schwach auf der Brust, sag ich mal. Ja, weil alles noch auf der Messe irgendwie, ne? Na, er kennt mich noch vom letzten Mal, ne? Dann freut er sich.
Das ist hier so typische Einsteigerware quasi gemacht. Das sind asiatische Fabrikate. Das heißt, ihr vertreibt nicht nur eine Marke, sondern alle Marken? Ja, also wir vertreiben Preisklasse von 200 Euro bis 200.000, ach nee, bis 500.000. Bis aber das Ding kostet 200 Euro, ne? Ja. Echt? Um den Dreh fangen sie so an, ne? Ach, krass. Je nachdem, was für Features hast. Und da kann man auch mit arbeiten, oder ist das auf jeden Fall. Damit sind wir alle persönlich zu Hause eingestiegen. Das ist so der, wo du angefixt wirst mit, sag ich mal. Aber da muss man wahrscheinlich viele mit nachlesen, wie drucke ich am besten etc. Richtig, richtig. Also was du dir vor allem mal kaufst, ist eine gewisse Arbeitserleichterung, dass du ein paar Parameter schon vorgesetzt hast. Vereinfachte Sachen in der Bedienbarkeit, ne? Automate-Leveling und sowas, dann. Nur mal kurz von der Basis her, wenn ich jetzt bei meinem Rechner auf Drucken drücke, dann spuckt der ja einfach eine Datei an den Drucker und es kommt da raus. Bei so einem Drucker gibt aber die Software aus, wie der das drucken soll. Also welche Geschwindigkeiten, welche Parameter und so weiter. Das macht nicht der Drucker, sondern die Software. Immer, bei jedem Drucker. Ne? Okay. Du schreibst letztendlich einen G-Code, also das sind eigentlich Dreiachs-CNC-Maschinen. Mhm. Wie eine Fräse auch, nichts anderes. Ne? Natürlich, weil wir einen kraftlosen Prozess haben, du hast ja kein Werkzeug, was du irgendwo in ein Werkstück führst und die arbeiten kräftelos. Daher kannst du die Maschinen entsprechend ja einfach und günstig bauen, also diese typischen Aluprofile. Ja. Das funktioniert recht gut, also für die Preisklasse vor allem. Ich habe schon öfter gehört, was da auf jeden Fall ein Problem ist, wenn halt nichts drumherum ist. Wegen so Luft und ja. Wind und Temperatur. Genau. Das kommt halt super auf die Werkstoffe drauf an. Also diese Maschinen, die kommen super gut klar mit PLA und PETG. Das sind, sag ich mal, ja, die können teilweise auch schon ein bisschen was, die Materialien, sind aber eher so Anschauungsobjekte und so. Mhm. Wenn du wirklich technisch wirst, dann gehst du auf Polyamid, Polycarbonat, ABS. Da hast du generell auch, sag ich mal, höhere Verarbeitungstemperaturen. Dadurch hast du bessere mechanische Eigenschaften, aber meistens auch im Druckprozess ein bisschen höhere Anforderungen ans Gerät. Ne? Und dann ist so der nächste Schritt, wäre dann hier quasi so ein voll im Haus das Gerät. Ja, hier hat so ein bisschen was von so Kohleautomat, weißt du, wo so die verschiedenen Automaten drin liegen. Ja, genau. Wie unser Süßigkeitenautomat, ne? Ja. Also hier gibt es ein Feature, im Prinzip der zieht sich das, was er braucht, ne? Mhm. Hier ist eine Feuchtigkeitskontrolle drin. Das ist ein Video, das testen wir gerade. Das ist nochmal ein bisschen Next Level, weil das Material ist sehr feuchtigkeitssensitiv. Das wird aber quasi reingeladen und wird innen drin aktiv getrocknet in einer recht kurzen Zeit und dann direkt in den Drucker geladen. Genau, das ist auch so eine Lösung. Was kostet so ein Drucker? Wie du es hier siehst, so roundabout 10.000. Mhm. Ne? Der Drucker an sich 5, 6 oder so. Die Haube ist optional, wobei für mich eigentlich relativ wichtig dabei, also das wichtigste Accessoire, das ist so eine Arbeitserleichterung im Komplettbundle. Für mich ist beim Drucken nach wie vor was ich am krassesten eigentlich finde, ist, dass diese Mechanik so genau den Positionen von dem Druckkopf immer bestimmen kann. Ja. Dass das so genau geht, dass der wirklich. Wo misst der das? Wahrscheinlich in dem Motor, ne? Der misst es gar nicht, tatsächlich. Also auch keiner. Der auch nicht schlecht. Du hast Schrittmotoren. Ja. Die Schrittmotoren, die arbeiten halt in einzelnen Schritten und im Prinzip homest du dich einmal. Das heißt, der weiß, in welchem Schritt er ist. Genau, wenn man das hören kann, so ein kleines Klacken, du hast einen Endlagenschalter. Quasi hier ist ein Null, der geht alle Achsen auf Null und von dieser Position aus, quasi inkrementell bemaßt, fährt er jetzt auf X Position 200. Dann, das sind einzelne G-Code-Befehle wirklich, Schritt für Schritt. Und dann fährt er ganz stumpf ab. Ne? Also wir haben kein absolutes Wegmesssystem. Natürlich andere Geräte, wir haben Drucker, die sind Meter und Meter groß. Die haben einen Servoantriebe, andere Motorentechnik. Da brauchst du auch andere Leistungen. Klar, aber das ist dann auch die Preisklasse. Also hier sind wir noch relativ günstig, sage ich mal. Und das ist so der Einstieg Richtung industriell, bei dir in der Firma stehen zu haben. Und das heißt, hier kann man wirklich auch schon Produkte rausmachen, die man am Ende verkaufen kann. Also die verkaufen im Sinne von, die nicht jetzt irgendwie nur ein Prototyp oder wie auch immer ist, sondern richtig. Richtig Funktionsteil, ja. Mhm. Das ist auch das, was wir bei dir gemacht haben oder vorhaben. Wenn du hier schaust, das ist das Teil von Olaf ebenso. Ne? Meine, das ist auch den Daniel auch hatte, oder? Ja. Meine zumindest das Symbol kommt. Den Zweier, genau. Das sieht für mich immer nach Gaming-Marke aus, ein bisschen. So irgendwie so das Gaming-Ding unter den. Und hier drunter könnte auch irgendwie so ein Subwoofer noch drunter stehen. Oder das ist ein wichtiger Werkstatt. Ja, so ein bisschen was von Teufel auch, ne? Fällt mir dabei ein. Ja, und das ist nicht. Das ist nicht mit Rot. Ja, das ist dann so die eine Kategorie. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr in die Technik reingehst, ein bisschen. Ja, wenn die Werkstatt noch ein bisschen mehr können, dann kommen solche Geräte ins Spiel. Die haben jetzt einen aktiv beheizten Bauraum. Ne? Was kostet sowas? Ist auch roundabout. Ein bisschen drunter, ist jetzt ein asiatisches Fabrikat. Müsste jetzt liegen so 7, 8. Also, sagen wir mal, es ist so dieselbe Produktkategorie. Wie lange läuft so ein Drucker wirklich ohne Probleme? Oh, sehr lange. Sehr lange. Also, ist jetzt nicht so, dass hier so Spindel und diese ganzen Riemen und die ganzen kleinen Zahnräder, so, dass sie verschleißen sind? Du hast schon Verschleiß, aber recht wenig, weil wir einen kraftlosen Prozess haben. Der wird ja quasi im Lernen. Ne? Recht wenn wenig heißt? Also, wir haben die Geräte. Also, wenn du ordentlich wartest, mal hier und da schmierst, ein bisschen Liebe gibst, jahrelang, also wir haben die Geräte, ich habe ja auch so einen Ultimaker 5000 stehen, der war schon 5 Jahre alt, der steht mir auch schon 3 Jahre jetzt, also die machen richtig Kilometer, also die Achsen. Ja. Klar, hin und wieder kann es mal vorkommen, dass du ein bisschen Verschleiß hast, ganz klar. Gerd, da muss ich, wer weiß, was da alles an Daten ja, hoffentlich nicht allzu viel. Genau, und das ist der nächste Schritt, wenn du dann sagst, okay,
Die Werkstoffe, du entfernst dich jetzt von Polyamid, das ist so das Polyamid-Polycarbonat, das kannst du noch ohne aktiv beheizten Bauraum, also die sind schon heiß, wenn du anfährst, da ist warm, weil das Bett beheizt ist. Ja. Aber wir schließen den Bauraum und speichern quasi die Wärme im Prozess und du möchtest immer so roundabout knapp unter der Gasübergangstemperatur liegen, das ist so die Faustformel des Kunststoffes. Wofür beheizt man das Bett? Also warum überhaupt Temperatur drin? Das, zum einen hast du Haftungsgründe, dass es besser hält. Mhm. Und wenn du es eben unter der Gasübergangstemperatur hältst, knapp, also dich der annäherst, dann hast du das Material grundsätzlich erstmal in einem entspannteren Zustand vorliegen. Und du hast durch diese Thermik, warm dehnt sich aus, kalt will schrumpfen. Und wenn du das im Prozess hast und das Teil will schon im Prozess irgendwie schrumpfen, dann bekommst du ganz komische Verzüge. Wir nennen das Warping, wenn es dann die Ecken anheben, das ist eine Folge des Schrumpfens. Mhm. Du möchtest eigentlich fertig drucken und dann schrumpft es einheitlich in Richtung Massemittelpunkt. Wie hoch ist die Temperatur da genau gerade im Druckkopf? Ja, das, können wir hier rauskommt? Das sind 265 Grad. Ah, okay. Genau. Mhm. Das heißt, ideal wäre übertrieben gesagt, wenn das ganze Werkstück dann knapp darunter wäre, das geht wahrscheinlich nicht? Nein. Gasübergangstemperatur liegt so bei 70 Grad Polyamid. Wir haben jetzt ein Heizbett von 110 Grad, das Bett ist 110 Grad heiß und der Raum erwärmt sich entsprechend dann mit und dann sind wir so roundabout 60, 70 Grad wahrscheinlich. Das heißt, das, was du gerade sagtest, heißt, ab 70 Grad verändert es seinen Zustand, übertrieben gesagt. Ja, wir können jetzt derartig einsteigen, wenn du willst. Also teilweise kannst du es auch kontrollieren über kristalline Strukturen und rein amorphe Kunststoffe, weil es erstmal amorph aus der Düse rauskommt. Das ist aber ein Thema, das ist dann wirklich eher hier der Fall, wo du aktiv beheizten Bauraum hast. Also den kannst du den Bauraum aktiv beheizen bis 90 Grad. Das ist so auch so, ich sag mal, der Einstieg in Richtung Hochtemperaturdruck. Und wir haben Geräte, da können wir den Bauraum auf 300 Grad aufheizen. Ja. Das heißt, alles, was in diesem Drucker drin ist, muss mindestens 300 Grad abkühlen. Ja. Und entsprechend werden dann die Maschinen teurer. Das ist ein anderer Maschinenbau. Da kann man dann halt nicht mehr hier so mit Riemen und so weiter spielen. Nee. Hier siehst du schon richtig, das ist schon richtig wie eine Motorhaube, ein Betriebsdämpfersystem. Und hier haben wir jetzt auch, das ist quasi ein wassergekühlter Druckkopf. Einfach um die Wärme rauszubekommen aus dem Kopf. Ne? Weil der Baum ist halt heiß. Du siehst, wir haben hier auch so dicke Handschuhe. Das heißt, die Glasplatte kann bis zu 160 Grad heiß werden. Mhm. Und das willst du auch nicht mehr so anfassen einfach. Ne? Und das Material, was man hier druckt, wird aber auch bei 265 Grad gedruckt oder noch wärmer? Düsen können bis zu 450 Grad. Oh, die Drucktemperatur gibt aber der Hersteller von dem Material immer vor oder ist es auch so ein bisschen Erfahrungssache? Es ist ein bisschen Erfahrungssache. Es ist auch die Frage, wie sieht der Bauteil aus, wie groß ist es, kommt die Düse weg, um Hitze abzustrahlen und sowas. Aber grundsätzlich hast du einfach Parameter vom Hersteller, definitiv. Ja. Cool. Das ist dann beim Polyethylamid, bei einem Ultem zum Beispiel. Hier ist cool, kann man ja gar nicht auch machen. Doch, geht auch. Genau. Ne, der ist aus, sonst hätte er auch ein Dings. Also Pizza drunter stellen, wenn das Ding druckt, ne? Ja. Also hier jetzt nicht, weil der kann nicht ganz so heiß, aber in den anderen Geräten kannst du das machen. Ne? Das ist eine ganz andere Herausforderung. Dann machen wir kurz zu. Krass dick. Unten nochmal auf. Und zwar ist auch hier allein die Materiallagerung. Auch diese Kammer ist nachher beheizt bis 70 Grad. Ja, und hier abgeriegelt mit Sichtung. Siehst du schon ganz Trockenbeutel, weil sag mal, je technischer das Material wird, desto eher neigt es auch Feuchtigkeit zu ziehen. Ne? Mit dem Anfang. Einfach so. Ah, das hat sich gerade so geil angehört, das ist ein Aufwand. Aber selbst hier ein 3D gedrucktes Teil drunter, ne? Genau. Das sieht man auf der Hand, ne? Die Hersteller, wenn sie kleinere Stückzahlen haben hier, mit Spritzgussform, lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht, drucken sie es, ne? Und sowas kostet dann? Der müsste so um die 25.000 schon liegen. Ne? Also das ist ein ganz anderer Maschinenbau, siehst du schon die ganzen Anforderungen daran. Damit skaliert das halt, ne? Gibt es auch einen deutschen Hersteller für sowas? Ja, auch. Gibt's auch. Aber ist eher mehr so viel asiatischer Markt. Es kommt drauf an, also Intamsis ist ein großer chinesischer Hersteller. Die machen auch sehr gute Geräte, muss man wirklich sagen, also darf man nicht unterschätzen. Wir haben einen Hochtemperaturdrucker aus Finnland, Minifactory Ultra. Mhm. Das sind so unsere Geräte, die wir da vertreiben. Also ich habe schon am Anfang gesagt, prinzipiell ging es darum, diese beiden Geräte im Auto unterzubringen. Motorsteuergerät und einmal mein Ersatz für zentrale Elektriksicherung, Relais und so weiter. Mhm. Normalerweise sitzt das Ganze fahrerseitig. Da das Fahrzeug aber kein Gebläsekasten mehr hat, haben wir uns überlegt, wir nehmen die Beifahrerseite, weil wir da nämlich auch wieder vorstanden, punkto Gewicht. Ich sitze links, das heißt, wir brauchen Gewicht nach rechts. Ist jetzt nicht viel, aber in Summe, wenn da erstmal der ganze Kabelbaum alles dran ist, sind es halt schon ein paar Kilos. Deswegen. Genau, ja, was wir gemacht haben, wir waren bei dir, haben erstmal ein bisschen rumgescannt, ganz wild. Vielleicht können wir da ein paar Shots einblenden. Ich hätte ein bisschen was gefilmt. Das ist quasi das, was wir aus dem Scan bekommen haben. Ne? Wir sehen, das ist jetzt keine hochqualitative Geschichte, womit ich jetzt wirklich was machen kann. Aber was wir halt eben haben, wir haben die Eckpunkte. Ne? Ich habe hier meine Verschraubpunkte. Ich sehe meine Öffnung, die Schale. Ich wusste gar nicht, dass ich schon eine Vollcarbon-Karosse mittlerweile habe.
Ja, sieht so aus. Also ich habe tatsächlich die Daten auch ein bisschen runterskaliert, die wir hatten, einfach weil so ein Scan, so ein Datensatz im Scan im CAD meistens recht rechenintensiv ist und uns da auch teilweise Probleme macht. Ne? Dann ruckelt alles und das ist sehr unschön. Was wir gemacht haben, wir haben quasi jetzt einen virtuellen Raum erzeugt, reingeladen und darin dann quasi wie wild drum und hin und her konstruiert und uns ausgelassen. Also das hier ist jetzt gerade eigentlich der ganze Wasserkasten. Hier vor ist die Spritzwand. Das, dieses Gummidreieck hier, seht ihr, da geht normalerweise die Klimaleitung durch. Und hier dieses Loch ist der Übergang zum Innenraum, wo der Gebläsemotor normalerweise drin sitzt. Und hier ist die Frontscheibe. Das ist die Kante von der Frontscheibe. Kommt das so aus dem Scan raus oder muss man das irgendwie umrechnen, wie auch immer? Also ja. Also der Scan an sich ist eine Punktwolke. Ich habe den Scan, also wir hatten noch viel mehr Daten, ganz drumherum, erstmal grob beschnitten, dass wir weniger Daten haben, dass wir einfach weniger Datenmenge verarbeiten müssen und dass wir einfacher arbeiten können und ein bisschen ruckelfreier, sage ich auch mal. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen runterskaliert, also es ist relativ grob, wie du gerade meintest, dass alles aus Kohlefaser ist. Das ist halt eben infolge dessen, dass wir diese Punkte vernetzen, ne? über ganz viele Dreiecke im Prinzip. Damit arbeiten wir jetzt. Also das habe ich mir reingeladen, meinen virtuellen Raum erzeugt und kann da jetzt wie wild rumkonstruieren. Ne? Wieso Punkte mit Dreiecken vernetzen? Also das ist das Format, also das ist letztendlich der Scanner nimmt ganz viele Punkte auf, eine Punktewolke. Und wir arbeiten dann mit Flächenkörpern, das sind sogenannte STL-Files im Regelfall. Ist ein Mesh, also ein Netz, und du bildest letztendlich jede Fläche mit einem Dreieck ab, also mit ganz vielen Dreiecken eigentlich. Also auch eine Rundung wird so gesehen letztendlich gar nicht rund, sondern, wenn ich mal ranzoome, das sind alles ganz viele Dreiecke. Okay. Ne? Und du kannst halt eben eine quadratische Fläche, kannst du halt mit zwei Dreiecken ganz einfach abbilden. Und das ist dann quasi so diese Geometrie quasi erstellt im Raum. Aber wenn ich das rückwandeln wollen würde in eine klassische CAD-Datei, dann wird es super, super rechenintensiv, weil jedes Dreieck für sich berechnet werden muss. Und du hast keine Vollkörper. Ne? Und das heißt also, 1:1 Dinge zu scannen und dann irgendwie wieder zu reparieren oder was dran zu machen, ich sag mal, wo es gebrochen ist, zu verstärken, ist an sich echt ein ziemlicher Akt. Deswegen haben wir es auch hier nicht gemacht, sondern wir haben uns wirklich nur den Raum reingeholt und haben dann, jetzt ich kann es ja mal einblenden, mit der unteren Schale angefangen. Das also ist quasi hier. Erstmal musste man generell erstmal gucken, wie man die Dinger, also natürlich als allererstes haben wir in dem Motorraum natürlich das Teil einfach schon mal ein bisschen hingehalten, erstmal geguckt, wo es überhaupt passen könnte und was überhaupt so geht, also wo wir es überhaupt platzieren können in dem Sinne. Ne? Und auch, wie es kabeltechnisch ein bisschen Sinn macht. Korrekt. Wir wollen jetzt ja nicht irgendwas bauen und am Ende lege ich drei Kabel, also lege ich 5 Meter Kabel durchs ganze Auto, sondern das soll ja schon irgendwie Sinn machen. Genau. Da haben wir uns, glaube ich, mit dem meisten Kopf zu zerbrochen, ne, wie wir das legen. Wir haben die auch mal hingehalten, angelegt und das kann man ganz gut sehen. Und zwar haben wir nämlich vom Hersteller, und da sind wir sehr glücklich drüber, haben wir die originalen Step-Files, also die originalen CAD-Dateien, zur Verfügung bekommen, gestellt bekommen. Und dann können wir quasi sagen, okay, wir wollen das positionieren. Wir haben uns quasi für diese Lösung entschieden. Also die kann man da jetzt einfach so, also man kriegt die Dateien, legt die da einfach rein, wie, keine Ahnung, in Paint ein Foto und fertig. Ja. Also du könntest auch das ganze Ding einfach links und rechts hin und her schieben. Korrekt, kann ich dir zeigen. Wenn ich jetzt hier mal das Kleine nehme, drücke auf Move, jetzt kann ich das hier quasi im Raum hin und her bewegen. Zeigt der auch irgendwie an, wenn du jetzt eine Kollision erzeugen würdest? Also wenn er über einer anderen Fläche liegt oder gibt es sowas nicht, dass man das optisch sieht? Ja, das siehst du dann schon, weil natürlich dich selber hier im Raum bewegst und guckst und platzierst. Per se erstmal aber nicht. Also du kannst ganz wilde Sachen machen. Du bist da eigentlich nicht eingeschränkt. Genau, das ist eine Space Mouse, 6-Achs. Ne? Verstehe, so könnte riechen? Ja, richtig. Braucht ein bisschen Übung, bis man es drauf hat, bis er nicht mehr schlecht wird. Genau, das ist so ein typisches Tool, wenn du 4CAD machst. Dann ist das schon recht hilfreich. Aber du machst es schon recht gut, muss ich sagen. Also die meisten eigentlich bin ich auch Rechtshänder. Ich muss mich eher gerade darauf konzentrieren, mit links hier ein bisschen filigraner zu arbeiten. Also du kannst dich auch wirklich zu dir ziehen und wegschieben. Das ist wie, als wenn du das Teil in der Hand hättest. Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Wie ich ranzoome. Ja. Geil. Also quasi in alle Raumrichtungen 6-Achs. Ja, Tim, wenn du hier mit dem Video schneidest. Ja. So programmierst du zum Beispiel auch Roboterarme mit solchen Werkzeugen. Ne? Die teachen dann quasi ein, dass die genauso im Raum bewegen. Und man kann auch einen Science-Fiction-Film mitreden hier. Ja. Okay. Genau. Ja, und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir möchten das kleine Steuergerät in dem Lüfterkasten. So sieht man das jetzt auch gerade schön. Also das hier ist jetzt genau der Innenraum. Hier sieht man jetzt schön, das ist theoretisch das Blech, was zwischen Innenraum und Motorraum ist. Und hier ist wiederum Dom. Hier sieht man schön die Titanschraube. Genau, richtig. Und genau, da haben wir uns halt gedacht, okay, wir wollen es so platzieren. Wie machen wir es am besten? Dann blenden wir die Steuergeräte aus, beziehungsweise untere ein. Damit haben wir angefangen. Mit der unteren Schale haben wir das Ganze genannt. Und hier sehen wir schon den Unterschied auch zwischen einer Scan-Datei und einer richtigen Step-Datei. Ne? Also ich habe jetzt einen Vollkörper und den kann ich auch vernünftig bearbeiten. Und ganz einfach hier die Aussparung rein. Ich habe mir quasi von Grund auf geformt. Den Körper gab es so gar nicht.
Haben hier unten noch die Verschraubpunkte quasi für das Teilsteuergerät gesetzt. Und jetzt die Idee, das quasi hier fest zu verschrauben. Hier haben wir eine Ausführung für die Kabel, dass sie quasi die Innenmotorraum rein müssen, da reingehen können. Das heißt, du kannst Innenraum heraus die Stecker auch vernünftig stecken. Und das ist eine weitere Öffnung für eventuell andere Kabel, die damit durchgeführt werden müssen. Ne? Denn dann, als nächstes, habe ich das Ganze quasi gedeckelt. Ich habe gesagt, okay, das ist natürlich Elektronik, das soll jetzt mal irgendwie ein bisschen wassergeschützt sein. Habe dann die obere Schale drauf konstruiert. Ne? Das heißt, hier quasi Deckel. Allein hier haben wir eine Öffnung gelassen. Ne? Das ist quasi unser Kabeltunnel, denn hier können Leitungen eben aus dem Innenraum hinein in den Motorraum vernünftig gelangen. Oder auch von den beiden Steuergeräten aneinander. Korrekt, korrekt. Einfach, dass du eine Connection hast zwischen Innenraum und Motorraum, je nachdem, wo du es eben brauchst. Und hier drauf, das sieht man auch, das habe ich auch nicht einfach so konstruiert, das sind die Verschraubpunkte für eben das große Steuergerät. Das wird hier so draufgesetzt. Und das Ding ist wirklich groß, muss man einfach so mal sagen. Ja. Also. Ja. Genau, das ist ein ganz schöner Koffer, das ist ein ganz schön schweres Teil. Ist also mit das größte, also diese Max EC Pro ist wirklich, boah. Kann aber auch, glaube ich, 16 Zylinder. Ah, okay. Ja, volles Programm. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein, wenn es um das Thema Inhalt dieses Kastens geht. Genau, weil die Kiste eben so schwer war, haben wir gesagt, okay, also wir hatten jetzt einen Prototyp gedruckt und gesagt, okay, ist vielleicht ein bisschen wackelig, lass uns nochmal hier zwei Querverstrebungen nehmen, die letztendlich hier vorne an den Massepunkt angreifen. Das ist nämlich genau das Geile, da ist nämlich tatsächlich genau ein Massepunkt. Das heißt, man hat auch noch in diesem ganzen Konstrukt Verschraubung plus Massepunkt, wo man gleich mit den ganzen Kabeln direkt angehen kann. Ne? Ja, und das ist letztendlich unsere Lösung. Ne? Also wir haben gesagt, den Deckel überlegen wir uns später noch, ob wir nochmal zudeckeln wollen oben. Mhm. Hatte ich auch zwischendurch was gemacht, aber zwecks Montage haben wir gesagt, erstmal weglassen, das reicht eigentlich fürs Erste. Das heißt, da ist noch komplett zumachen. Genau, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die wir hätten in Zukunft, dass wir hier quasi oben Decke drauf machen. Letztendlich muss natürlich irgendwie immer eine Connection haben, an die Stecker ranzukommen. Die müssen natürlich irgendwie rein. Ja, und man muss bei solchen Autos, habe ich auch gelernt, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil ich sehe es beim Abarth und bei dem Abarth ist die Chance 10-mal größer, dass das Ding irgendwie mal in den Regen kommt. Ja. Und da steht das Steuergerät auch einfach nur so im Motorraum. Okay. Also auch noch vorne und nicht im Wasserkasten. Das ist ja noch viel weiter hinten eigentlich. Ja. Ne? Deswegen ist es vollkommen. Okay, reicht vollkommen. Und dann, wie geht es dann weiter, wenn das so, also ne, erste Frage, wie lange konstruiert man ungefähr dran? Also angenommen, du wüsstest die Lösung jetzt schon und müsstest es nur noch mal konstruieren. Ja, ja. Also wir haben mehrere Iterationsstufen, wir haben ganz viele Prototypen gemacht, das ist natürlich der Vorteil bei 3D-Druck, du machst halt irgendwas über Nacht, am nächsten Tag hast du es in der Hand, testest es, okay, passt nicht, ich mache nochmal neu und nächsten Tag habe ich das nächste Teil. Ne? Also wir haben schon, glaube ich, 4-5 Schritte gebraucht für verschiedene Iterationsstufen. Ja, wir haben konstruiert, ich sag mal, zwischen... Fürs Erste brauchst du meistens wenig, dann die Nacharbeit wird lang, also schon ein paar, also mehrere Stunden musst du schon reinstecken. Ja, ja, das ist mehrere Stunden, hätte ich jetzt auch. Zu haben, ja. Definitiv. Also aber mehrere Stunden heißt ja auch zweistellige Stunden auf jeden Fall. Ja, also ein Teil so aus dem Nichts mache ich dir vielleicht in ein, zwei Stunden, je nachdem wie gut die auch die Scandaten sind, je nachdem wie komplex das Teil ist, was du eben machen willst. Aber diese Kombination aus Scannen und Konstruieren können und dann auch drucken können, die macht das halt einfach so besonders. Ne? Ja. Wenn ich überlege, wie lange ich da dran sitzen würde, das aus Alu zu frickeln, da irgendwelche Schalen zu bauen, irgendwelche Bleche. Ich sag nur, letzte Video, wie lange wir nur an diesem Batterieblech gesessen haben. Das wäre für euch scan- und drucktechnisch übertrieben gesagt wahrscheinlich halbe Stunde, dann wäre das Ding fertig gewesen. Aber gibt es jetzt zum Thema, jetzt sind wir ja bei dem Thema Festigkeit. Ja. Gibt es denn für den Hobbybereich etwas, was ich drucken kann, wo ich dann auch mal, also jetzt gerade zum Beispiel habe ich einen Halter gebaut für eine Servopumpe, eine elektrische, die schon so... Keine Ahnung, was wird die haben? 4 Kilo haben, 5 Kilo, 6 Kilo. Ja. So. Da gibt es auch ein Material, was ich theoretisch selber mit solchen Druckern drucken kann, was dann auch fest genug ist. Das kommt vor allem aber auch auf die Konstruktion drauf an. Also wie dick ist dein Bauteil, wie viel Fläche hast du, wie steif ist, wo hast du eine Versteifung, was wir hier gemacht haben, was wir noch ein bisschen getrickst haben, zusätzliche Querstreben eingebaut haben. Ne? Also da spielt sowohl die Geometrie eine ganz wichtige Rolle, als auch dein Werkstoff. Was auch mal gerade in diesem Verfahren, mit dem FFF-Verfahren jetzt eine Rolle spielt, da wir mit Thermoplasten arbeiten. Das heißt, die haben halt eben gerade im Motorraum die doofe Eigenschaft, dass sie unter einer gewissen Temperatur sich plastisch verformen. Mhm. Und das ist natürlich dann teilweise sehr schlecht, für uns aber initial unglaublich wichtig, weil genauso verarbeiten wir die ja. Ne? Also wir müssen das Material aufschmelzen, in Form bringen und dann habe ich das fertig. Und dann arbeitest du eben auch, genau wie wir es ja auch gemacht haben, mit Kohlefasern zum Beispiel, weil die eine höhere Wärmeformbeständigkeit reinbringen, ganz höhere Steifigkeiten, höhere Zugfestigkeiten. Und dann, das kannst du auch schon teilweise in gewisser Form auf den Hobbygeräten verdrucken. Ne? Meistens macht dieser geschlossene Bauraum Sinn, aber es gibt auch PETG, was Kohlefaser verstärkt ist. Es gibt auch PLAs, die Kohlefaser verstärkt sind. PLA kann aber sehr wenig Temperatur ab tatsächlich. Ist dafür umso leichter zu drucken, ne? Aber grundsätzlich ist es immer eine Frage aus allem Zusammenspiel. Also, wenn wir das aber so drucken wollen, was für einen Drucker brauchen wir dann? Wir haben jetzt tatsächlich diese Entry-Level-Industrial-Desktop-Maschinen genommen, sage ich mal. Das heißt,
wo wir noch keine aktive Bauraumheizung haben, mhm. aber schon einen geschlossenen Bauraum, ganz wichtig. Ne? Mhm. Wir hätten jetzt überlegen können, das aus einem Polyamid CF, also kohlefaserverstärktes Polyamid, ein Nylon-Handelsname vielleicht schon mal gehört, zu drucken. Ich würde sagen, das ist eigentlich das, was da am ehesten kommt. Da wir aber gesagt haben, okay, das ist hinten, da ist eigentlich gar keine Wärme drin, haben wir zum Großteil, ich glaube, sogar ausschließlich ein PETG-CF genommen. Ja, also schon kohlefaserverstärkt. Ein PETG. PET kennt man vielleicht von Getränkeflaschen. Mhm. Und ein G ist ein Glykolzusatz, um es noch ein bisschen besser fließfähig zu machen und einfacher zu drucken. Und CF, dann Kohlefaser, Carbon Fiber, um Steifigkeit und ein bisschen Schmackes reinzubringen. Wie fest ist das jetzt? Schwierig zu sagen. Wir können technische Daten mit da reingucken. Also du hast für jedes Material technische Daten mit da, mit Zugproben wirklich, wie aus Metallurgie, genau dasselbe. Es gibt Hersteller, die werben mit ihrem PACF, kann Aluminium ersetzen, 1:1. Also sicher ein bisschen Material. Ja, ist ein bisschen drunter, ist ein bisschen drunter. Also es ist okay. Schon noch ein Kunststoff. Definitiv. Aber das heißt, wir reden ja von 1-2 Newton oder so, die sowas so in den Dreh? Müsste ich jetzt reingucken, kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Und das ist jetzt aber noch als letztes vollflächig gedruckt. Oder ist hier ein Stützmaterial drin oder noch Luft zwischen? Genau, ich kann es dir mal zeigen, wie wir es gedruckt haben. Habe ich nämlich hier aufgemacht. Im Prinzip habe ich jetzt hier mal unsere kleine Schale reingeladen ins CAD. Ne? Das wäre jetzt hier auf dem Ultimaker. Das heißt, wenn man alles konstruiert hat, muss man dann in die Druckersoftware gehen und das da auch noch genau. rein? Genau, im Prinzip ist es ganz witzig. Und zwar machst du aus deiner Konstruktion, die wir hier haben, lass mich ganz kurz die Schaltgeräte ausblenden. So, aus den Teilen, diese Festkörper, die Step-Files, die ich ja so feier, mit denen ich so viel anfangen kann, machst du im nächsten Schritt tatsächlich so eine STL-File, du vernetzt es. Mhm. Das ist dein Ausgang und das ist auch das, womit unsere Drucker arbeiten. Das heißt, wenn ich rein stumpf etwas scannen möchte und 1:1 reproduzieren möchte, geht das sehr einfach. Wenn ich aber was dann Teil verändern möchte, dann habe ich wieder sehr viel Arbeit. Das heißt, dadurch, dass das Max-ECU diese Step-Files zur Verfügung stellt, könntest du das in Steuergerät übertrieben und sagst, ja. Auf Knopfdruck einfach drucken, reinladen, fertig. Das sowieso, aber auch, ich könnte es auch scannen. Also das ist eben dieses Vernetzen, die STL-Files, das ist das, was die Drucker auch schlucken. Aber hier kann man, siehst du das, diese Ecken, das sind im Prinzip ganz viele dreieckige Flächen. Ne? Okay. Das ist letztendlich dann die, und das die Feinheit bestimmt natürlich letztendlich, wie genau mein Modell ist. Ne? Und dann lädst du das also rein und dann druckt er aber schon oder dann musst du ihm sagen, wie, wo, was er machen soll? Genau, ich lag hier rein. Ich habe quasi meine Materialien ausgewählt. Wie gesagt, hier ein PETG Carbon und ein Generic PVA, also das heißt ein wasserlösliches Material. Warum ich das mache, zeige ich dir gleich. Dann ist es ein sogenannter Slicer. Ne? Das heißt, der erstellt mir meinen G-Code letzten Endes. Was er macht, Slicer, der schneidet dieses Modell in ganz viele Scheiben. Und du sagst mir jetzt in diesem Schritt, wie fein sollen diese Scheiben sein? Ne? Das ist ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal, weil du ja Schicht für Schicht aufbaust. Wenn du siehst es hier in der Wand quasi gar nicht, diesen Schichtaufbau, kommt wegen der Kohlefaser, weil die ein bisschen rau ist und das Licht bricht. Ja, Kohlefaser ist immer gut. Kohlefaser ist in dem Fall auf jeden Fall. Hier siehst du es eher, habe ich aber bewusst gemacht, weil wir so eine leichte schräge Fläche haben und er baut quasi so eine Treppe, sage ich mal dahin. Dann siehst du natürlich diesen Schichtaufbaucharakter ganz extrem. Mhm. Genau. Und was das heißt, es macht, es schneidet das eben in verschiedene Scheiben mit deinen Parametern. Das heißt, du bestimmst hier die Düsentemperatur, die Verfahrgeschwindigkeit, die Schichtdicke ganz vor allem, die Linienbreiten, die du fährst. Also du kannst in dem Fall jetzt bis zu 580 Parameter setzen, wenn du Lust hast. Ne, das ist quasi das, was auch unser Geschäft ist, wo wir sagen, okay, wir schulen die Leute darauf. Und dann bekommst du, wenn du das fertiggestellt hast, eine Vorschau. Das wäre jetzt das, was er druckt. Ne? Und du siehst an der Schale hier, da ist ganz viel Material noch drumherum, dieses Griffelte hier. Mhm. Was ist das? Das ist in dem Fall ein Stützmaterial. Denn du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt meine Düse irgendwo im Raum positioniere, der da einfach Material auslässt, dann würde das natürlich zum Boden fallen. Mhm. Das heißt, wir haben, was wir im CNC, im Fräsen als Beschränkung haben, ist, dass wir keine Hinterschnitte bilden können. Ich kann das Werkzeug gar nicht einfach irgendwo um die Kurve hinter einem Teil quasi führen. Und hier ist das Pendant dazu, würde ich sagen, ist eben, dass wir Überhänge nicht einfach so stützen, nicht einfach so drucken können, sondern stützen müssen. Mhm. Ja? Und deswegen konstruieren wir uns, oder der Drucker druckt in dem Fall, diese Stützgeometrie mit und die ganz kurz verändert. Da habe ich einen kleinen Trick gemacht. Da siehst du genau hier so eine schöne pinke Schicht. Die wäre jetzt, weil wir jetzt ein Gerät genutzt haben, was ein Dual-Extruder ist. Das heißt, wir können zwei Materialien verarbeiten, in einem Prozess, in einem Bauteil, aus wasserlöslichem Material gemacht. Ne? Wasserlöslich, gut, was ist das? Was kannst du damit anfangen? Kein fertiges Teil auf jeden Fall, macht nicht Sinn. Du kannst aber eben Stützgeometrie, das quasi nachher einfach auflösen. Oder halt auch, was ich immer denke, dass du dir irgendwelche Sachen aus PVA, aus wasserlöslichem Material druckst, die du nachher mit Kohlefasermatten laminierst und den Kern dann quasi wieder auflöst. Ne? Also das ist, macht schon Sinn. Weil man sieht es auch, wenn du eine Schicht zurückgehst oder zwei, drei, dann sieht man ja, dass selbst in dem Stützmaterial hier eigentlich noch Löcher sind. Genau. Und trotzdem wird da ja am Ende eine Fläche raus. Genau. Das ist das sogenannte Stützdach. Ne? Also er baut die Struktur erstmal relativ, ich sag mal, grob auf, mit wenig Füllung. Weil wir natürlich schnell drucken, wenig Material haben
Und das reicht vollkommen. Und vor allem dieses Muster kannst du es nachher auch einfach zusammendrücken und quasi brechen. Das ist ein Ziehharmonika-Effekt. Ja, ja, ja. Also dieses Muster hat einen gewissen Sinn. Diese Muster verwenden wir auch zum großen Teil hier in drin, in unseren Teilen. Also, na gut, kann man nicht sehen, weil es natürlich jetzt Kohlefaser und nicht durchsichtig ist. Okay, das heißt, das Teil ist hohl. Also da ist eine Struktur drin. Das, aber genau, richtig. Ich kann mal ganz kurz was holen. Und hier aber nicht. Oder auch? Teilweise auch, genau. Genau, hier kann man das gut sehen. Hier habe ich die Magnete eingedrückt, das ist ganz praktisch. Das sind diese Füllmuster. Da habe ich mal alle gedruckt. Aus TPU, das heißt ein flexibler Kunststoff, gummiartig. Und da kannst du mal sehen, das sind alle 20% Füllgrad. Nur das Muster ist ein anderes. Jetzt kannst du mal sehen, was dieses Muster wirklich für einen Effekt hat. Ach krass, okay. Also es ist immer die gleiche Menge an Material, nur anders aufgeteilt auf die Fläche. Richtig, richtig, richtig. Und hier ist natürlich gar keine Stabilität drin. Genau. Und damit bestimmst du letztendlich deine Festigkeit im Bauteil zum Teil. Und natürlich für euch jetzt gerade interessant, Gewichtsreduktion, ne, Material ersparen. Ja, ja. Und das kannst du halt nur additiv machen. Ne? Ja, ja. Krass, nee, das ist schon. Verstehe. Das heißt, sowas hier, wenn man das jetzt, aber wenn man es komplett vollflächig drucken würde, ist es dann auf jeden Fall auch stabiler oder ist manchmal so eine Struktur besser? Es ist meistens mit der Masse stabiler, aber du kriegst teilweise auch höhere Schrumpfeffekte, weil du einfach mehr Masse hast. Also der Schrumpf skaliert und die ganze Schwierigkeit skaliert generell mit der Masse deines Bauteils. Je größer sie werden, je voluminöser, je voller sie werden, desto schwieriger wird der Prozess zu kontrollieren. Und dann machen halt eben wirklich diese aktiv beheizten Bauräume Sinn, dass du die Kontrolle über das Material behältst. Ne? Genau. Okay. Und dann druckt das Ding eine Stunde 15, einen Tag 15. In dem Fall ja. Das war jetzt relativ fein aufgelöst, weil das war jetzt kein Prototyp mehr. Die Prototypen habe ich mir weniger so ein bisschen hingerotzt, damit wir es schnell in der Hand hatten. Ne? Aber das ist jetzt ein fertiges End-Use-Teil. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es mal ein bisschen hübscher. Und wenn du in die Wand reinguckst, du siehst halt auch diesen Charakter kaum noch bis gar nicht. Ne? Weil er ist halt schon krass, ne? Wenn sich überlegt, einen Tag 15. Ja. Wie viel, ich sehe ja unten was von 376 Gramm, das ist das Rohmaterial, was wir brauchen. Richtig. Das ist das Material. Wenn ich hier drüber habe, dann siehst du auch, aus welchem ist oder was? Also es waren nur 5,7 Gramm PVA. Das war diese Zwischenschicht? Genau, richtig. Und der Rest ist in dem Fall, aber auch weil ich die Strategie so gewählt habe. Ne, das heißt, kann man jetzt gerade sehen, 52% Schnittstruktur. Ja. Das heißt, am Ende wird dieses Teil irgendwo jetzt so 200 Gramm wiegen. Ja. Können wir mal nachwiegen, wäre vielleicht interessant. Genau. Ja, kommt aber hin. Richtig. Ich würde eher sagen, so in Richtung 250. Ja. Ja, geil. Okay. Genau. Was du nicht vergessen darfst, die Druckzeit ist schon relativ lang, aber die Geräte arbeiten autark. Die arbeiten bei uns immer über Nacht durch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mache, schmeiß ich an, den nächsten Tag habe ich es in der Hand. Das ist, und die arbeiten auch über das Wochenende durch sowieso. Die Geräte speziell, wo wir das Produkt haben. Die kennen keine Schichten und keine Nachtschicht. Richtig. Die sind auch zertifiziert für den unbeaufsichtigten Betrieb, dass du halt wirklich da keinen Kopf machen musst und das ist eben das Schöne. Was kosten 376 Gramm von diesem Rohmaterial? Also du hast wirklich Preisunterschiede. Ne? Das geht los. Wir haben unser eigenes Material, wir haben eine Eigenmarke. Die kostet dann pro Kilogramm 15 Euro. Ne? So Hobbymaterialien wie PLA, PETG. Und da hier würden jetzt die 500 Gramm bei 60 Euro liegen. Das heißt, Kilopreis von roundabout 120 Euro. Wir hatten gerade 400, also ungefähr 50 Euro. Haben wir da jetzt verdruckt. So nämlich. Keine. Ja, kommt hin. Ja, so ungefähr. Ja, 40 oder 45 oder 55 Cent so ungefähr, ne? Ja, aber das hat auch schon Material, was wie gesagt schon... Das heißt, man muss ist schon alle Teile, die wir hier so am Ende haben, können das ja mal hier zusammenbauen. Also wir haben hier quasi Druckteil Nummer 1. Dieses Teil kommt so in das Loch vom Wasserkasten. Dann kam dieses Teil so rüber, ne? Richtig. Na, so rum, sorry. Genau. Mir gerichtet, ich drehe es mal rum. Da kommt der Gerät drauf. Und dann kommen die beiden Stützen hier so hier ran und hier ran, ne? Genau. Geil. Hat man natürlich schon ein bisschen Material in Summe, ne? Ja, sicherlich. Ne? Ist aber das schon so mit das hochwertigste Material? Also ist schon mit dem Carbonanteil drin es was ist Besseres? Schon, ja, auf jeden Fall. Also Kohlefaser, da geht auf jeden Fall eine ganze Ecke an Kohle mit drauf, also an Geld. Weil es ist jetzt ja schon so bei 30, 40, 50 Euro Material für so ein Teil, dass man nicht einfach mal aus Stumpf mal drauf sagt, Druck mal. Ja, ich sag mal so, wenn du es halt irgendwie fräsen wollen würdest, dann bist du halt... An Materialkosten, vor allem an Stundensatz, an Maschinenstundensatz, an Arbeitszeit, weil du immer einen da stehen haben musst. Ja. Und denjenigen, das ist ja ein Ausbildungsberuf, da kannst du keinen Ungelernten an den CNC stellen und den musst du auch bezahlen. Ne? Also, wobei das auch schon hohe Kunst ist, so, ne? Also ein Ungelernter, der so von CAD und so gar keine Ahnung hat, bis der das so konstruieren kann und so aus dem Drucker kommt, vergehen da glaube ich auch auf jeden Fall, weil selbst wenn er motiviert ist, ein paar Monate vergehen da schon, bis man sich das so beigebracht hat. Ne? Ich denke schon, aber man muss sagen, gerade dieses Programm, was wir auch nutzen, in einer anderen Lizenz, aber ist zum Beispiel kostenlos, gerade für Schüler und Studenten. Und die Community, die dahinter steht, hinter der Drehung generell,
Das ist krass. Das ist richtig krass, ja. Ich habe da auch nur so hier und da mal in so ein Forum schon mal reingelesen. Also es gibt ja eh 1 Million Foren dazu. Aber das ist ja wirklich... Ja. Wobei, man muss sagen, also wir sind hier 3 Ingenieure, die hier sitzen. Ne? Mhm. Ich habe nicht umsonst Maschinenbau studiert. Also wir haben das halt auch richtig gelernt. Wobei, sowas kannst du auch nicht. Es ist halt echt wirklich Freiform, bisschen Freestyle, was wir da gemacht haben. Ne? Und hoffentlich passt es am Ende. Ne? Das werden wir hoffentlich auch noch in Erfahrung bringen nachher. Ja, aber wenn ich das Teil jetzt so sehe, bis ich das aus Alu gedengelt hätte, wäre es auf jeden Fall teurer gewesen. Ja, die Form. Du kannst halt ganz, ganz andere Freiheitsgrade. Du musst dich an keine Maschinen richtigen, Umspannflächen. Ich überlege nur, ob sowas für uns auch interessant ist für so Projekte. Weil ich sag mal, das Scannen und so einen Drucker hinstellen ist immer die eine Sache, aber man muss es halt auch bedienen können und machen können. Jemand, der nochmal, weil ich immer in Zeit ein bisschen rechnen muss, wie lange würdest du sagen, schon so, bis man da so ein bisschen drin ist? Also wenn man schon, wenn du jetzt genau wüsstest, wie es am Ende sein soll und das jetzt nur nochmal nachbauen müsstest. 3, 4, 5 Stunden schon, ne? Ja, nö, dann weniger. Also weniger? Vornherein. Am besten ist immer, du hast quasi schon eine technische Zeichnung, ne? Dass du weißt, okay, 3 Ansichten, dann konstruiere ich dir das in einer halben Stunde nach. Wobei, das ist natürlich auch ein ziemlich aufwendiges Teil schon, ne? Richtig. Nehmen wir jetzt das hier zum Beispiel, ich zeige euch nachher, wofür das ist. Das ist eigentlich nur ein Verschluss für die Originalkabeldurchführung auf der Fahrerseite, nur mit einem kleinen Extra hier noch. Klar, dafür ist es natürlich perfekt, weil das ist wahrscheinlich in 3 Minuten gemacht, ne? Ja, ungelogen. Also das ist wirklich, das ziehe ich dir, also wenn du weißt, was ein Radius, wo die Bohrungen sitzen, ne, dann hast du das in wenigen Minuten gemacht. Ja, vielleicht muss ich mich doch mit der Thematik nochmal ein bisschen. Weil in 2D habe ich damals, klar, muss es ja Maschinenbau, 2D muss man ja können. Damals, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, heute muss man garantiert schon 3D viel tiefer drin sein. Ja, also wir haben das im Studium auch gelernt, also CAD war definitiv Bestandteil. Ich weiß noch, ich habe früher immer viele Sachen nur zum Wasserstrahlschneiden gemacht. Ja. In 2D, klar. Ohne Scan, noch richtig so mit Ausmessen und so weiter. Und das Schwierigste war immer das Ausmessen. Ja. Weil man sagt immer so einfach, du hast da ein Lochbild und misst mal das Lochbild, aber wenn du das halt mal genau messen willst und nicht irgendwie so auf 1,5 Millimeter, ne? Richtig. Dann ist das halt schon immer spannend, ne? Vielleicht müssen wir uns auch nochmal mit der Thematik ein bisschen beschäftigen. Weil das, also, weil man kann es halt einfach auch deutlich besser und geiler als mit Alu bauen. Ja, voll. Also Alu ist halt gerne genommen, weil es halt so günstig ist und so einfach sparend verarbeitbar, ne? Und verarbeitbar. Wir haben auch viele Kunden, die immer fragen, wenn ich Metalldruck anspreche, kann ich auch Alu? Dann sage ich immer, nee, nicht so wirklich, weil das ist hochreaktiv, das ist eine andere Geschichte. Aber du willst eigentlich auch gar kein Alu, weil additiv ist die Preisklasse eine ganz andere und die nehmen meistens gleich Titan. Ja. Ne? Titan geht und das ist halt eine andere Liga, sage ich mal. Alu ist quasi obsolet, weil Alu ist halt, klar, weil es wird eingesetzt, aber es ist gewollt, weil es eben so günstig ist und so einfach zersparbar. Und das interessiert uns bei uns in dem Prozess halt überhaupt nicht die Bohne. Okay, aber zusammenfassend kann man schon sagen, fast 2 Tage, das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger drucken, weil es relativ flach ist. 10 Stunden. Das heißt aber so 3 Tage in Summe läuft es im Drucker dann schon, bis man das hat. Ja, also wir haben es aufgeteilt auf mehrere Drucker, wir haben ein bisschen Kapazität. Ja, an der Stelle auf jeden Fall schon mal mega geil, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Jetzt ist die Frage, willst du noch mitkommen, sollen wir das mal reinhalten oder? Wenn du sagst, es macht Sinn, dann ja. Wenn du Bock drauf hast. Also ich werde es auf jeden Fall reinhalten, weil mich interessiert. Ja, ja, ich kann gerne mitkommen. Also okay, wir machen euch auf jeden Fall in die Beschreibung rein, mal so... auf jeden Fall in die Beschreibung einen Link rein, sowohl von dem Material, welches wir verwenden haben, als was für ein Drucker und so weiter, ne? Falls es einer nachbauen will. Ja. Wobei das jetzt ja eigentlich tatsächlich schon, wenn einer das gleiche Setup theoretisch in seinem Auto auch fahren wollen würde, heißt, es muss natürlich Gebläsekasten aus und so weiter, ist das jetzt ja nur noch Knopfdrücken fertig. Ja, wenn der da einmal hast, reproduzieren ist super, super einfach. Ne? Das ist entspannt, ne? Der aufwendige Teil ist wirklich die Arbeit, dahin zu kommen. Okay, und dann packen wir es und fahren einmal rüber. Cool. Ja, ich bin gespannt. Also, das ist der besagte Bauraum. Als allererstes kommt hier dieses Teil rein. Das ist halt immer der Vorteil an einem gescannten und gedruckten Teil. Das ist halt wirklich. Das kommt hier. So. Aber du sagst, ich kann dann da schon so richtig muttern und so, alles richtig. Das kann ich schon richtig alles anziehen. Das ist richtig, das ist schon. Genau, ist halt Kunststoff, ne? Also ich würde jetzt nicht irgendwie mit über 50 mm drauf, aber generell 35 gehen. Also gerade auf Druck belastet, ich wollte das durchaus behalten, ja. So, hier sind Quere schreiben. Ah, genau, pass auf, das hier war. Das war so, ne? Das gehen wir. Oder war der drüber, drunter? Die müssen noch verschraubt werden mit dem Hauptrahmen. Das müsste quasi am besten erst Auge. Ist einer oben, einer unten? Ja, richtig. Genau. Aber war gerade richtig oben? Ja, genau. War aus dem Bauhaus das, wieder, ne? Das sieht gut aus. Genau, die müssen aber vorher am besten verschraubt werden, aneinander, ne? Und dann müssen wir mal. Ich hole meine Mutti. Wir drehen da einfach meine Mutti drauf. Aber wir tun mal so, als wenn das gleich hier schon verschraubt ist. Dann legen wir da einfach eine Mutter drauf drin. Zack, siehst du, hält das nämlich.
unten aus, bist du quasi erst verschrauben, ne? Aber die Schrauben kommen von unten. Ja, und so sitzt das. Gut. Packen wir noch eine schöne Batterie rein. Jawohl. Das nenne ich doch mal kurze Wege. Ich glaube, viel mehr war auch nicht rauszuholen, ne? Wenn ich das also, so sehe. Wenn du noch ein bisschen länger ein paar Meditationsstufen. Also ich glaube, mehr geht immer. Ne? Frage jetzt, wie viel Aufwand Arbeit reinstecken. Nee, weil wir kommen jetzt hier richtig schön mit dem Cargo-Raum. Also wenn ich Motor ausbaue, was halt ein paar Mal leider vorkommen wird, kann ich jetzt einfach klack wegnehmen. Mache mir hier irgendwo in diesem ganzen Bauraum noch einen Stecker für die Zwischenkabel, dass ich die nicht jedes Mal rein und rausziehen muss. Also dass ich das Steuergerät sogar stecken lassen kann. Hm. Kann ich ja ohne Probleme mir jetzt hier irgendwo noch einen Stecker baumeln lassen mit den Kabeln, die da durchgehen. Kommen überall ran. Alles geil. Genau, noch die andere Seite mit dem Unterlicht. Ja. Da ist der Bogen, wie gesagt, zu groß, damit es kommt unter die Scheibenmasse. Gibt es einen Unterschied zwischen dem und dem? Ja. Ich habe seine Make-up mal hier, die Löcher sind viel zu groß, habe ich schon gesehen. Da haben die Jungs nochmal eins mit, aber es ist nicht viel kleiner geworden. Ich meine, sondern. Nee, ich meine vom Druck von den beiden. Ist ein anderes Material. Eins besser oder eins schlechter? Das ist PA, also das ist höherwertig als das. Das ist höherwertig. Aber sollte beides auf jeden Fall in Anwendung. Standhalten. Da war nämlich folgende Idee. A, finde ich cool mit Logo drauf und B, kommt hier diese schöne originale Dichtung erstmal rum. In dieser Ecke würde übrigens das Originalsteuer jetzt sitzen und so weiter. Deswegen finde ich es umso cooler, dass wir jetzt hier, kluck, auch geht aber genau eine Mutti drauf, dann ist das nämlich hier auch gleich dicht. Und da kommt jetzt dieses Bauteil drauf. Da bin ich mal gespannt, ob das passt. Eine Idee, was das ist? Habe ich schon gesagt, was es ist? Hast du gesagt? ich vergesse, was für die Kupplung. Ja, ist schon gar nicht so schlecht. Ja, also wenn ich es nicht geschafft hätte, die beiden Löcher auszumessen, ne, dann würde ich auch jetzt an mir zweifeln. Das kommt da so einfach drauf. Ganz easy, kurz und knapp, relativ einfach. Hier kommt Geberzylinderkupplung raus. Das heißt, wir können einfach Leitung ran, Leitung raus, unten zur Kupplung. Hat folgende Bewandtnis, ist für die Viertelmeilefahrer interessant. Mhm. Hier einfach ein elektrisches Ventil drin. Das heißt, wenn ich hier Strom drauf gebe, ist das gesperrt. Das heißt, die Flüssigkeit muss hier durch. Das heißt, wenn ich einen Fuß von der Kupplung nehme, muss die Flüssigkeit durch diese Drossel. Und die Drossel kannst du einstellen. Das heißt, ich nehme den Fuß komplett runter und es ist nicht so, dass das Pedal einfach zurückkommt, sondern du kannst einstellen, wie sich die Kupplung einschleift. Haben alle auch eine Viertelmeile, um diese Spannungsspitze aus dem Antriebsschrank rauszunehmen. Dass es nicht klack macht und alles abreißt, sondern eher kurz die Kupplung schleift, aber dann halt auch passend zugeht. Gute Fahrer können das auch aus dem Fuß. So, ne? Aber irgendwann werden Autos halt so schnell, dass man zur Sicherheit einfach so ein kleines Ventil macht. Das kann man dann quasi hier so verschiedene Farben auch, dass man ganz genau weiß, ah, hier Hockenheim ist blau, okay, geil. Hildesheim ist Silber und Rot heißt Endgegner. Geil, mega. Haben wir nämlich die Baustelle auch gleich wieder weniger. Können das da einfach draufschrauben. Und fertig. Klug. Zack, geil. Super. Hier einfach durchschrauben. Sitzt da drauf. Bin mal gespannt, ob das so mit den zwei Schrauben so hält. Ja, das würde ich zeigen. Aber da das durchgeschraubt ist, glaube ich schon. Ne? Cool. So, ich komme mal rüber. Oder nicht. Mega geil, Jungs. Feier ich, finde ich cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Nicht das letzte Projekt sein, weil jetzt werde ich nicht mehr los auf jeden Fall. Wir sind gewappnet. Und ich würde es doch jetzt so, wenn ich jetzt sehe, wie geil das so passt, auch gerade in diesem Druck, der ja wirklich schon auch schön ist, weil es gibt ja so manche Drucke, wo ich sage, die kann man eigentlich nicht in so ein Auto einbauen. Aber das ist ja sowohl von der Farbe her, als auch vom Finish her schon so. Ja, da haben wir uns ganz bewusst auch für die Kohlefaser entschieden. Also einmal natürlich aus den mechanischen Eigenschaften, aber irgendwo ist natürlich auch Konzept, sage ich mal. Ne? Da muss alles Kohlefaser, was geht. Und ich glaube, das passt echt super gut. Passt zum Auto, ne? Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an Aigo 3D. Und jetzt wird weiter zusammengebaut und ich hoffe, wir sehen uns auf der ersten Motor schon. Ne? Wenn ihr mal rumkommen wollt, sagt Bescheid. Ja, sehr gerne. Trinken wir mal ein Bier. Voll. Vielen Dank. Philipp, danke schön. Ciao und bis zum nächsten Mal.